Moin Moin. So, da bin ich wieder von und an meinem Tisch. Ganz kurz zur Einleitung. Die Jenny von Klingenwelt hat auf der Facebook-Gruppe Bug River Fanpage Germany ein kleines Passwort gestartet. Ich habe mich dafür leider nicht eingetragen. Ich hatte es verpasst gehabt. Aber mein Kumpel Daniel, nur schafft der es zeitlich gerade nicht, da etwas zuzuschreiben oder sonstiges, und hat mich daher gefragt, ob ich nicht mal ein Video drüber drehen möchte. Von der Seite her vielen Dank und schöne Grüße. Ja, kommen wir zum guten Stück. Wir haben hier ein Bug River Messer. Ja, kann man ja lesen. Und zwar handelt es sich hier um das Tusk. Ein Black Canvas Mekata Griffen. Stahl ist A2 da drin. Ja. Da drin, gutes Stichwort. Jetzt schauen wir mal rein. Ja, ich erzähle da nebenbei mal ein bisschen was von meinen Ersteindrücken, als ich das Messer das erste Mal rausgeholt hatte. Ja, ich hatte es rausgeholt und dachte, irgendwie ist was anders. Gut, zuerst haben wir hier mal eine schwarze Lederscheide bei diesem Modell. Ich bin ja bisher nur die braunen Lederscheiden gewohnt, die ich sehr gerne mag. Von der Farbe halt, da man den schnell eine schöne Optik verleihen kann, aber schwarz geht auch irgendwie immer. Ja, ne? Die Form der Scheide lässt ja schon vermuten, dass dieses Messer ein bisschen anders aussieht als andere Messer. Ja, dann holen wir das gute Stück mal raus. Kommen wir mal zum Ersteindruck. Was ich immer klasse finde, ist, hier haben sie wieder First Production Run drauf gedruckt. Finde ich eine geile Idee von Bark River. Das ist gerade für welche, die auch ein bisschen Messer sammeln wollen und so weiter, eine feine Geschichte, wenn man welche aus der ersten Produktionslinie hat. Ja, dann haben wir auch schon ein paar kleine Negativpunkte zu vermerken. Hier kann man sehen, hat sich schon Rost angesetzt. Ich habe schon so ein paar Messer mit A2 Stahl gehabt, aber mit Rost habe ich da nie Probleme gehabt. Ich schmiere meine Messer auch nicht jeden Tag mit Öl oder sonstiges ein, aber nee, richtig Rostpickel habe ich noch nicht gehabt. Was man dann schon direkt sehen kann, gut, hier auf der Kamera vielleicht nicht ganz so stark, ist der Schliff. Es ist scharf, ja, klar, nur ja, wirklich krumm und schief. Weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich den Karton mal so gegenhalte. Fokus. Ja, da kann man schön durchgucken. Ja, und da kam mir irgendwie gleich ein anderes Messer in den Kopf, was ich dann damit verglichen hatte. Lassen wir so im Raum stehen. Ja. Ja, des Weiteren, was auch aufgefallen ist, man hört es vielleicht, die Spitze. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so gewesen ist oder ob die Klinge mal runtergefallen ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat die hier vorne auch einen schönen Knick drin. Ja, wo wir schon mal bei Meckern sind, es kann nicht immer alles positiv auf der Welt sein. Viele sagten mir schon mal, oh, Bug River Messer, da, die haben starke Fertigungstoleranzen. Bisher habe ich immer die Fahne dagegen gehalten und habe gesagt, nee, meine Buggies, die waren immer tipptopp verarbeitet. Hier und da vielleicht mal eine minimale Stelle, was aber wirklich zu verzeihen ist, da ja sehr viel Handarbeit an diesen Dingern dran liegt und nicht komplett maschinell gefertigt werden. Aber hier, das kann man jetzt auch schlecht sehen, da so ein bisschen. Hier hat man eine richtig tiefe Schleifkerbe drin, da nicht. Sowas darf in meinen Augen in der Preisklasse nicht vorkommen. Ja, ansonsten, ich habe das Ding das hässliche Endline genannt, weil jeder von euch kennt die Geschichte vom hässlichen Endline. Irgendwann wird es ein schöner Schwan und ja, irgendwie diese Grundform her, Heinz Rühmann würde sagen, hübsch hässlich, die hat irgendwas, ist zuerst ungewohnt. Ich glaube, ich würde mir von mir aus kein feststehendes Messer mit einer Schiebflugklinge holen. Bei Klappmessern finde ich es einfach wunderschön. Aber na gut, so richtig Schiebflug ist es ja auch nicht. Ich bin so auf den Namen nicht.
Ist ja auch Latte, ihr wisst Bescheid. Aber sonst, das Messer hat irgendwas. Irgendwas hat das Messer, was mir gefällt. Gut, wahrscheinlich wären die Macken nicht dran. Würde es mir noch besser gefallen. Ansonsten von der Handlage her, Bark River typisch. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Die haben meine Hand wohl als Modell da. Passt 1A, fester Griff, Handschuhgröße 9,5. Größer dürften die Hände allerdings nicht sein. Man sieht hier schon, der kleine Finger stößt hier unten gegen. So ist es noch bequem. Wäre die Hand ein bisschen größer, breiter, würde ich da drauf kommen oder der Finger würde dahinter sitzen. Kleinere Hände natürlich dürfte auch kein Problem sein. Wir haben hier wieder diese schöne ergonomische Form, was ich einfach klasse finde. Großartig testen werde ich das Messer nicht. Ganz einfach, weil ich dafür erstmal keine Zeit habe. Arbeit geht wieder los. Ja, daher geht das Messer ganz fix wieder zum Daniel zurück, damit er es zum nächsten schicken kann. Ja, ich hoffe mal, dass noch mal nicht zu viel Gemecker, aber was angesprochen werden muss, das spreche ich auch an. Hier noch mal für alle ein bisschen näher. Wenn der Fokus so mitmacht, wie ich möchte. Macht er nicht, aber ihr könnt wohl alles erkennen. Ja, das war es erstmal heute von mir. Ich muss weiter. Ich wünsche euch was. Bis denn. Tschüss.